Pasemann, die Syrien-Reise war privat. Es hat keinen Antrag zur Finanzierung an irgendeine Behörde gegeben. Zur irreführenden Meldung in der Ausgabe vom Spiegel vom 7.04.2018 und weiteren darauf basierenden Berichten erklärt Frank Pasemann, MdB und Mitglied im AfD-Bundesvorstand, die aktuelle Berichterstattung über unsere Syrien-Reise Ende März 2018 ist irreführend. Wir haben die Reise privat organisiert und bezahlt. Zu keinem Zeitpunkt wurde an irgendeine in- oder ausländische Behörde für diese Reise ein Antrag zur Finanzierung oder Kostenübernahme gestellt. Darüber hinaus hat die AfD-Bundestagsfraktion auch nicht für zukünftig geplante Reisenantrag auf Kostenübernahme an die Bundestagsverwaltung gestellt. Sollte ein Antrag gestellt worden sein, so ist dieser auf eine Einzelinitiative eines Abgeordneten zurückzuführen und nicht auf die Gesamtfraktion. Anderslautende Medienberichte sind falsch. Liken, abonnieren, verbreiten!